Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ignoriert es einfach, wenn ihr kein Assassin's Creed Unity Fan seid. Ich bin es auf jeden Fall. Das ist auch ganz kurz. Ich möchte einfach nur kurz sagen, wie ich es geschafft habe, das Spiel ruckelfrei zu spielen auf meiner GTX 760. In der ersten Folge sieht man, das hat ziemlich geruckelt. Allerdings lag das daran, dass Kantenlitterung auf hoch war. Wenn ihr jetzt mal im Spiel seid und Kantenlitterung auf ausstellt, dann müsste es funktionieren. Zumindest läuft es bei mir jetzt zwischen 20 und 30 FPS. Was super ist, ist so krass. Aber bei Kantenlitterung läuft es bei mir noch auf 12 bis 12 bis maximal 20. Auf Türmen läuft das Spiel bei mir sogar auf 50 bis 60 FPS. Und wohlgemerkt, ich habe alles andere auf Ultra. Das ist so dämlich, die Kantenlitterung zieht alles. Wenn ich aber alles auf niedrig und Kantenlitterung aushaben würde, zieht es auch nicht. Also gibt es auch nicht mehr FPS. Das ist ganz komisch von Ubisoft. Also Kantenlitterung, macht das aus, Freunde, wenn ihr FPS-Einbrüche habt. Ihr könnt ja mal schreiben, ob es geholfen hat oder ob das bei mir so ist. Aber das würde mich echt mal extrem interessieren. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, ob es bei euch auch funktioniert hat. Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Und damit bin ich jetzt wieder raus.